Herzen, herzlich willkommen auf meinem Kanal Sonnenherz-Tarot. Ich freue mich, euch alle recht herzlich begrüßen zu dürfen. Hallöchen. Für die, die mich schon von Tarotkartenlegung kennen, hallo, heute keine Tarotkartenlegung. Heute geht es um das Thema, wie mache ich eine Vision Board? Was ist eine Vision Board? Ja, wie kann ich eine Vision Board zum Manifestieren richtig nutzen? Vielleicht hast du schon immer wieder gehört, eine Vision Board oder mal auch in einem Film gesehen oder mal auch irgendwo mitbekommen oder auf Instagram das gesehen, aber weiß nicht wirklich, wie mache ich eine Vision Board? Wie soll ich das jetzt machen? Okay, was mache ich damit? Ja, und du hast jetzt nachgeguckt und mein Video gefunden und sagst dir, wow, cool, schaue ich mir jetzt mal an und ich schaue mal, wie es funktioniert. Eine Vision Board ist für dein Unterbewusstsein sehr, sehr toll, sehr super. Weil wenn du die Vision Board irgendwo aufhängst, wo du es täglich siehst mit deinem Auge, ja, und du siehst es täglich und irgendwann mal siehst du es, aber du siehst es nicht mehr direkt, sondern unbewusst, ja, und dein Unterbewusstsein sieht es jeden Tag täglich oder bemerkt es, deine Augen bemerken es irgendwann nicht mehr. So wie wenn du ein Bild in der Wohnung aufhängst, was du täglich siehst, ja, du siehst es zwar, aber wie soll ich sagen, du schenkst dem nicht mehr so, am Anfang schenkst du dem Bild, oh, das sieht so schön aus, mehr Beachtung. Mit der Zeit vergisst du das Bild, weil es einfach zu deinem Gesamtausstattung gehört, zu deinem Gesamtzuhause gehört, ja. Also kurz und knapp zusammengefasst, es ist ein super Tool, sein Unterbewusstsein zu stimulieren und seinen Fokus auf seine Ziele zu setzen, ja. Mit der Vision Board. Das ist ein super Tool. Unser Fokus liegt jetzt hier in dem Video auf eine Vision Board. Okay, das war jetzt allgemein ein paar Punkte zur Vision Board, was wichtig ist, damit du endlich, dass du auch verstehst, okay, was macht eigentlich die Vision Board? Warum ist sie so toll? Warum arbeiten viele damit? Ja, gut, wie machst du eine Vision Board? Ja, und meistens kauft man sich einfach ein Plakat, zum Beispiel so ein rosa Plakat. Ja, ein viereckiges Plakat. Es kann auch eine andere Farbe haben, das Plakat. Es kann auch, egal wie, also deine Fantasie ist keine Grenzen gesetzt. Also, ein Plakat. Ein Plakat benötigst du, Schere benötigst du, Teser benötigst du, Kleber benötigst du und du benötigst einen Drucker oder irgendwo musst zum Copyshop gehen, um etwas auszudrucken, ja. Und zwar das, was du manifestieren willst, das, was auf deine Vision Board draufkommen soll. Ich empfehle dir, mit Bildern zu manifestieren und natürlich auch mit Glaubenssätze, neue Glaubenssätze, die du erschaffen möchtest. Weil wenn du die immer wieder liest und dein Unterbewusstsein das sich einprägt, dann gehört es auch zum Teil zu deinem neuen Ich dann dazu, ja. Ich arbeite immer mit Bildern und Text, also was heißt Text, aber Glaubenssätze oder Affirmationen. Ich habe gemerkt, wenn du manifestieren möchtest mit der Vision Board, alles dir vorher, also du musst dich erstmal hinsetzen und sagen, okay, was möchte ich eigentlich manifestieren? Da musst du dir selber klar werden, was du manifestieren möchtest. Ist es zum Beispiel, als Beispiel, ein Haus, was du dir kaufen möchtest, ja, was du schon länger im Auge hast und gerne unbedingt kaufen möchtest, oder eine neue Wohnung, wo du hinziehen möchtest? Weil wenn du sagst, ich möchte in ein Haus leben und dann druckst du dir irgendein Haus, ein schönes Haus aus, schön und gut, ja, kannst du damit manifestieren, ja, könntest du, erfolgreicher wärst du aber, wenn du genauer bist, detaillierter bist, okay? Nehmen wir mal an, du weißt, die Wohnung in der Straße XY ist jetzt frei und du findest die Wohnung so schön, kannst aus dem Internet dir von der leeren Wohnung Bilder ziehen, druckst es dir zum Beispiel aus, druckst dir auch den Umrissplan aus, ja, und klebst es an. Ja, was ist besser, irgendein Haus oder irgendeine Wohnung sich hinzukleben oder etwas hinzukleben, wo du kennst, ja, wo du weißt, wo du jeden Tag hinfährst, wo du auch schon beim Vorbeifahren dran denkst und du weißt den Schnitt und du stellst dir schon vor, wo du was einräumen wirst, ja? Also, ich habe gemerkt, auch wenn du eine Vision Board machst, ist es wichtig, wenn du größere Themen hast, ins Detail zu gehen, ja? Je genauer du etwas weißt, was du manifestieren möchtest, dann druck es auch ganz genau aus, dann, ja, wenn du schon den Preis weißt, dann schreib den Preis mit drauf, was auch immer.
so detailhaft wie möglich. Wenn du jetzt heiraten willst oder du wünschst dir zu heiraten, dann such dir schon mal deine Hochzeitslocation aus. Wo würdest du denn gerne heiraten? Oder dein Hochzeitskleid, welches würdest du unbedingt tragen wollen? Druck es dir aus, klebe es dir auf deine Vision Board, weil dann ist es noch mal detaillierter, ja? Und wenn du etwas detaillierter, es ist immer besser, etwas detaillierter zu manifestieren als etwas Allgemeines zu manifestieren, weil dann hast du das auch nicht so greifbar im Kopf. Je detaillierter, desto besser ist deine Vorstellung davon und desto stärker kannst du dieses energetische Signal aussenden ans Universum. Okay? Deswegen ist mir ganz wichtig, dass du, ich kann dir nicht sagen, was du manifestieren möchtest. Wenn es ein neues Auto ist, dann guck dir an, okay, wie sieht das Auto aus? Was soll es sein? Es macht aber auch keinen Sinn, wenn du dir jetzt ein Auto, ich kenne mich jetzt nicht mit Autos aus, aber es gibt ja schweineteure Autos, zum Beispiel Porsche ist das einzige, wo ich kenne. Du möchtest unbedingt einen Porsche, aber hast jetzt ein Jahresgehalt von 20.000 zum Beispiel, dann klar, könntest du irgendwie das schon manifestieren, ja? Es gibt immer Wege, weil alles ist Energie. Aber du hast bestimmt auch ganz viele Glaubenssätze unterbewusst, die dir sagen, du bist nicht wertvoll genug oder du wirst niemals so viel Geld besitzen, um dieses Auto zu manifestieren, die die Manifestation blocken. Ich an eurer Stelle oder an deiner Stelle fang mit Dingen an, die Realität greifbar nah sind und geh dann so detailliert wie möglich rein, was du manifestieren möchtest. Und du musst dem Ganzen auch Zeit geben. Also mit einer Vision Board zu manifestieren, benötigt definitiv Zeit, aber es hat definitiv auch Erfolg. Auch wenn du höhere Ziele einsetzt, es kann auch dauern 6 bis 7 Jahre, bis sich da überhaupt was zeigt in der Richtung. Aber es macht was aus, weil du es täglich in deiner Wohnung siehst, ja. Und es macht so viel aus, weil dein Unterbewusstsein sich dann darauf vorbereitet, auf diese Zukunft oder besser gesagt, wie ich es am Anfang gesagt habe, es fokussiert sich dann mehr auf diese Ziele oder sieht mehr in deinem Alltag die Dinge, wo du an dieses Ziel rankommen könntest oder Möglichkeiten, ja? Dann, wenn du eine spirituelle Praktik beginnst, empfehle ich dir einfach, eine Kerze immer anzuzünden, kurz vorher zu räuchern. Ich werde das Video mit dem Räuchern hier auch nochmal verlinken, wenn du nicht weißt, wie man richtig räuchert. Räuchere deine Wohnung, räuchere dein Plakat. Und auch wenn du das Plakat fertig hast, am Ende auch mit Palo Santo nochmal schön drüber räuchern und sagen, ich mache Platz für positive Energie. Ich bin so dankbar, dass sich diese Dinge hier erfüllt haben für mich. Dankeschön. Also da nochmal ein bisschen Dankbarkeitsintention abgeben, ja. Und auch mit entspannter Musik, Kerzen, einfach deine Vision Board dann schön gestalten, so wie du es magst. Ob du es mit Glitzer magst, wenn du eine Frau bist, ob du es einfach magst, schlicht magst, so wie du es möchtest. Du kannst auch selber zeichnen, wenn du zeichnen, also begabt bist. Ja, so gib dir einfach Mühe. Es ist dein Kunstwerk, es ist deine Vision Board. Also deine Kreativität sind da keine Grenzen gesetzt. Ja, du kannst einfach frei, wie du möchtest. Ich habe jetzt nur ein paar Tipps genannt, wo ich gemerkt habe, bei meinen ersten Vision Boards, wo ich einfach randomly, okay, nehme ich jetzt mal dieses Auto, weil ich das einfach im Internet gefunden habe, das will ich jetzt haben, aber wollte ich es wirklich haben? Hatte ich einen Bezug dazu? Nein. Ich wusste nicht mal, wie viel das Auto kostet, etc. pp. Also ich merke, je detaillierter du in deinen Manifestationswünschen, Zielen, Absichten bist, desto besser kannst du es manifestieren, ja? Auch mit deinem, dass du dein Unterbewusstsein nutzt, um es anzuziehen, um deinen Fokus auf deine Ziele immer wieder zu richten. Deswegen kann ich jedem nur eine Vision Board empfehlen. Ich habe bereits meine dritte Vision Board. Ich würde sie euch auch gerne zeigen, aber irgendwie, ich glaube, ich zeige euch kurz mal meine alte. Aber irgendwie möchte ich das auch nicht zeigen, weil es schon sehr privat ist, was da drauf auch ist. Und ja, aber es hängt in meiner Wohnung. Also wenn Familie, Freunde zu mir kommen, die sehen natürlich immer meine Vision Board. Aber es ist mir pups egal. Gut, meine lieben Herzen. Du kannst es aber auch in einem Raum aufhängen, wo keiner es sieht, in deinem Schlafzimmer. Ich halte mich am meisten in meinem Wohnzimmer auf, deswegen wollte ich es direkt an meinem Wohnzimmer. Dann kann ich auch einfach, weil ich es öfters da sehe, weil wenn ich in mein Schlafzimmer gehe, dann gehe ich meistens direkt ins Bett und ich halte mich nur nicht so lange auf im Vergleich wie zu meinem Wohnzimmer. Deswegen
habe ich für mich entschieden, das Ganze im Wohnzimmer aufzuhängen. Aber ich kann es auch verstehen, wenn ihr das dann nicht möchtet, weil wenn Familie kommt oder Freunde kommen, das ist ja dann schon ein bisschen unangenehm, das dann zu zeigen. Oder wird man auch angesprochen, was ist das? Aber schämt euch nicht, ihr habt eure Ziele, ihr macht was dafür und ihr könnt echt stolz auf euch sein. Und ich bin echt stolz für all meine lieben Herzen, die diese spirituelle Praktik mit einbeziehen. Eine Vision Board empfehle ich, du merkst mit der Zeit, wann es Zeit ist für die nächste Vision Board. Wenn du schon was, wenn du merkst, oh, das ist gar nicht mehr so mein Ziel, eine Sache, oder du merkst, okay, da hat sich was manifestiert, da möchte ich jetzt detaillierter noch reingehen und das noch detaillierter ausschmücken und würde auch gern alles wieder anders umgestalten. Dann kannst du jederzeit eine neue Vision Board machen. Ob du es jährlich änderst, ob du es alle 2 Jahre änderst, ob du es gar nicht änderst, also überlegt an dir. Also ich zeige euch jetzt kurz einen Ausschnitt von meiner alten Vision Board. Und da habe ich hier das, ja, seht ihr das? Ja. Mein Urlaubsziel, das habe ich nicht erreicht bisher, aber ich habe es dann einfach mal aufgeklebt, ja. Und wie gesagt, ich hatte nicht wirklich einen Bezug dazu. Die Dinge, wo ich einen Bezug hatte, wo ich auch, wo so Herzensdinge waren, die haben sie auch manifestiert. Ja, 2 Sachen haben sich auch von meiner Vision Board manifestiert, ja, definitiv. Und das hat 2 Jahre gebraucht. Deswegen hinsetzen, einen klaren Kopf, was möchte ich manifestieren, aufschreiben. Vielleicht dauert es auch erstmal 1, 2 Wochen, bis du überhaupt weißt, okay, was will ich alles in meine Vision Board. Dann kannst du anfangen, Bilder dementsprechend zu suchen. Schöne Bilder, die dir gefallen, die dich anziehen. Ja, wenn du heiraten möchtest, ein Hochzeitskleid, dann fängst du erstmal an, ein Hochzeitskleid zu suchen. Und ist auch nicht so einfach. Also, und wie gesagt, je detaillierter, desto schneller kommt dir auch an, also wird die Manifestation in dein Leben eintreten oder du wirst schneller Erfolge sehen. Definitiv, ja. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg beim Manifestieren und ja, natürlich auch ganz viel Spaß mit deiner Vision Board, meine lieben Herzen. Ich hoffe, das Video war informativ und du konntest die besten Sachen hier rausziehen, um für dich das Beste hier daraus zu machen mit deiner Vision Board. Bis dann, meine lieben Herzen. Ciao.